Und der Schülmelzigswald von Shakes and Fidget. Weihnachten nähert sich in großen Schritten, in ganz großen Schritten und ich habe anscheinend schon mein erstes Geschenk bekommen. Eine Saba des Yeti mit 322 Attributen auf alle. Das ist heftig. Und diesen Stein werde ich auch in die Weihnachtswaffe reinsetzen und dann gibt es nicht 10 zusätzliche Attribute, nicht 20. Nein, es sind 30 Attribute und wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestellen, nur noch 5 Stück, dann bekommen Sie außerdem das Auge der epischen Super, genau. Rein damit! Jawohl, werde ich in dieser Folge 26.000 Geschick knacken können, werde ich. Dafür muss man nicht Adam Riese heißen, um das ausrechnen zu können. Das ist fein. Grauer Dragor war eine Special Quest, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall. Wow, ich wollte schon schimpfen, aber alles noch im Lot. So, ganz kurz einen Inventarplatz schaffen, rein damit. Ey, die Schildkröte für den Krieger. Mal schauen, kriegt er das, der Krieger? Ich nicht haben wollen. Nein, will er nicht. Das ist ein verwöhnter Bengel. Der hatte schon Weihnachten. Nicht einmal, nicht zweimal, ganz oft hatte der schon Weihnachten. So, aber ich habe noch einen anderen schwarzen Edelstein bekommen, den ich vielleicht loswerden könnte für die Kundschafterin. Ach so, der ist noch schlechter, nö. Ich weiß nicht, wo soll ich den reinsetzen? Krieger, du hast hier einen schwarzen, der ist... Ja, der ist auch nicht... Warum sind die alle schon so stark? Was ist da passiert? Oh, 260, auf jeden Fall wird dieser Stein getauscht, genau. Denn wer weiß, wann ich einen neuen Gürtel bekomme. Sauber, erstmal diese Sache erledigt. Dann den Stein werde ich auch kurz los. Ich habe in den letzten Tagen anscheinend echt gute Edelsteine bekommen, so. In die Schuhe, rein damit und der kommt dann ins Klo morgen vielleicht so, irgendeiner davon. Die Ausdauersteine werden direkt verkauft. Weg damit, weg damit, weg damit. Ey, was ziehst du für eine Miene? Sei mal etwas freundlicher. Das gibt's hier wohl nicht. Oh, knapp 200 Millionen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind sie live dabei, wenn ich nicht einen Skillpunkt, nein, nicht zwei Skillpunkte, sondern 26.000 Skillpunkte angesammelt habe. Oh yeah. Letztes Gold-Event oder so. 25.000, jetzt 26.000. Es geht voran, würde ich sagen. In diesem Tempo habe ich die 30.000 bald geknackt. Das ist eine schöne Zahl dann schon. Gut, aber da endet es nicht. Oder? Soll ich die schöne Zahl kaputt machen? Ich muss sie kaputt machen. Ich skill doch. Weiter, warum nicht? Ist zwar schade, aber was soll's. So, Moment mal, ich habe nicht aufgepasst. Die sind alle gelevelt. Sehr schön. Und Glücksrad. Ich will Ressourcen. Könnt ihr das verstehen? Denn so kann es nicht weitergehen. Zweimal Holz, dreimal Holz. 1,5 Millionen waren das schon mal. 1,6 eigentlich. 1,8, wenn ich runde. Komm. 2,1, so in etwa. 2,1, das ist eine schöne Sache. Ja, endlich mal. Es ist ja wirklich schon Weihnachten. Ein Trank des ewigen Lebens, der nur Gold kostet. Das ist doch mal gut. Nimm ihn. Schluck es alles runter. Trink ihn so schnell du kannst. 12.02.2017. Mann, bin ich froh. Das hat echt lange gedauert. Ich hatte schon gefühlt mehrere Wochen keinen mehr, der nur Gold gekostet hat. So, schön. Das ist nicht schön. 20 Level höher. Besserer Bonus. Und so. Ja, danke schön, liebe Waffe. Bären Sie uns bald wieder. Das ist sehr fein. Okay, na gut, dann habe ich eben noch nicht meine ganzen Kämpfe für heute. Gut, 88%. Komm schon. Neuer Edelstein, schwarzer Edelstein. 26.000 Geschick, Intelligenz geknackt. Du wirst doch wohl mal vor Ehrfurcht erstarren. Oh, das war mehr, als ich gedacht habe. Ja, 78 müsste ich abziehen. Und da habe ich sogar 7% mehr. Na, dankeschön. Dankeschön. Hier mal kurz den Brüllraptor angreifen. Nö, das war nichts. Dann mache ich heute, würde ich sagen, wieder eine Highspeed-Runde bei den Begleitern. Ohne großartig zu überlegen. Schatten gegen Feuer.
Komm schon, komm schon, komm schon. Luchterblanc, der letzte. Das ist schon mal gut. Die Weißdoll 63 kann Luchterblanc nicht besiegen. 20 Ehre gewonnen. So. Wen darf ich füttern? Mono 0. Oh Mann, diese Gegner. Jetzt gerade so. Es gibt kein Mittelding. Entweder zu schwach oder zu stark. Moment, den sehe ich mir gar nicht an. What? Mit Level 300 hast du auch schon Mantiflam. Ich meine, okay, auf S33. Da habe ich ebenfalls mittlerweile schon Mantiflam. Frosch im Hals. So, wieder da. Wasser oder Erde. Was? Nein, Erde. RD. Oh. Hm? Was war das jetzt? Was war das? Der war doch Level 400, ich bin 604. Was? Was? Was ist da los? Ich glaube, ich muss meinen Account löschen. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, was da gerade so alles passiert. Er hat nur Mantiflam 100 und die Vestor 100. Und was habe ich? Kanockel und Mauhell. Und kloppt die Wop hier nochmal für... Was zur Hölle ist da geschehen? Wen muss ich bestechen, dass ich solche Kämpfe habe? What? What? Kanockel und Mauhell können die... Was? Was? Das ist ein Krieger? Was? 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 Digga, was? Digga, willst du mich... What? Das war so schön. Sorry, ich muss mir das nochmal ansehen. Das ist krass. Das ist krass. Kanockel hier. Ein voller Kanockel. Gegen die Vestor schon mal. Und der blockt. Und blockt. Und blockt. Ja. Und mit dieser Vorarbeit kann Mauhell das nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Was ist da los? Ich kann nicht klicken. Das ist so lustig. Ja. Hier, nimm es. Nimm es. Vielleicht muss ich die anderen füttern. Die Schwächeren, nicht die Starken. PewDiePie, wenn du das hörst, bitte schneide die Petkämpfe raus. So, bezüglich der Begleiterkämpfe, die habe ich heute leider schon außerhalb der Aufnahme gemacht. Da gibt es nichts zu sehen. Ja, ansonsten, ich bin hier gesunken, ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, ich habe alle gewonnen, 5 von 5. Das ist jeden Tag so locker, flockig, läuft das bei mir. Schade, hat man das nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, ich kann garantieren, ich habe alle 5 Kämpfe gewonnen. Da gab es keine Zwischenfälle oder so. Ich meine, das war Feuer heute und bei Feuer... Die Vestor kann man einfach vernaschen, das ist kein Problem. Genauso wie den hier. Oh, 11 Millionen von mir, sehr schön. Ja, ich sag's doch, es geht gut voran bei mir. Keine Frage, keine Frage. So, dann rüberschauen zu S33. Auch hier ist er natürlich heute. Ich bin schon durch mit der Abenteuerlust und so. Vielleicht mache ich hier bis Mitternacht. Mal schauen, was dann noch so geschieht. So, diese ganzen Erdbeeren. Mantiflam, Mantiflam, Mantiflam. Und ich nehme auch direkt Feuer gegen Feuer. Schön, heute läuft's gut. Heute läuft es sogar sehr gut. Also, Startfeuer läuft, genau. Waffen willst du heute haben? Mach mich nicht zum Affen. Genehmige dir den. Und weg mit dem. Lohnt sich der? Ja, weg mit diesem hier. Und gönn dir. Ist leider nur ein kleiner. Hoffentlich trotzdem ein feiner. Rein mit dem Stein. Und Moment, hier greife ich mal an. Ich verliere da leider immer. Es ist nicht so, als würde ich nie angreifen, aber ich verliere einfach fast immer. Weil die, keine Ahnung, die krassen Tränke haben und ich nicht. So, dann komm schon. Komm schon, komm schon. Vorher noch, habe ich alle hochgelevelt? Nein, da hat das Gold beim letzten Mal nämlich nicht gereicht. Und ebenfalls und ebenfalls. So, der bekommt jetzt endlich. Der wartet schon jahrelang. Auf diesen Stärkestein, der kommt da rein und das ist fein. Jetzt schaue ich rein und zwar wohin? Moment, wo war ich? Genau, hier. 1, 2 und 3. Bitte. Oh, das war gut. Das war gut heute, 51%. So, mal schauen, ob ich den noch bezwingen kann jetzt mit den schlechten Tränken. Sollte drin sein.
Sollte definitiv drin sein, aber wenn ein Krieger viermal hintereinander blockt oder so, wie oft weicht dann ein Kundschafter hintereinander aus? Ja, genau, ja, das ist heute perfekt. Das ist auf jeden Fall fein. Hier ist das Gebäude fertig geworden, nämlich mein Inventar ist jetzt größer geworden, obwohl das ziemlich unnötig ist, genau auf diesem Server, aber ich konnte leider nichts anderes ausbauen und ich hasse es, wenn nichts ausgebaut wird über Nacht und dann nochmal einen weiteren Tag. Mal so. Zwischenstand 14, 15, dun, 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 und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten. Moment, hier Glücksrad. Zumindest einmal. Oh, 300.000 Holz. Das war gut. Ich habe nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Keine davon lohnt sich so wirklich, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Schmiede erstmal nicht, denn ich will Ressourcen sammeln und so. Wenn ich jetzt die Schützengilde ausbaue, dann greift mich wieder jemand an und ich verliere. Immer weil ich die ja nicht in der Zwischenzeit rekrutieren kann. Ich mache es trotzdem und baue es aus. So, denn irgendwas muss ausgebaut werden. 8 Tage. Das wird knapp in diesem Jahr. Doch, das wird noch in diesem Jahr fertig. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Oder? Nö. Je nachdem, wie man es sieht. So, okay. Auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, schaue ich noch kurz zu W14 rüber. Da mache ich hier immer die Kämpfe, aber nicht über dieses Menü, sondern ich gebe ein 1, 2, 3, 4, 5 als Beispiel. Und dann so in etwa weiß ich aktuell noch auswendig, was ich schon habe und was nicht. Aber später irgendwann, dann muss man reinschauen. Hier, plus 5 bekomme ich da immer pro Kampf mindestens 12% habe ich gerade im Sammelalbum. Und genau, den nächsten Dungeon-Schlüssel gefunden. Da muss ich jetzt auf jeden Fall mal hinne machen. Wasserglomp. Aber ich greife zuerst den hier an. Skelett. Das hätte ich schon längst tun sollen, aber ich mache das immer gerne im Video. Ja, mit meiner Ausrüstung jedoch komme ich da sowieso nicht allzu weit aktuell. Denn ich habe mir nichts gekauft. Ich habe nichts geskillt oder so. Ich habe alles in die Gilde reingeballert. Und schon wieder ein Epic-Ring. Von alle Attribute 4 auf 3er Epic 7. Ist so gut wie kein Unterschied, aber auf jeden Fall ein bisschen besser. So, und dieses Item hebe ich mir jetzt auf, um es in die Toilette werfen zu können. Nein, für einen Turmbegleiter. Nö, das dauert zu lange, also weg damit. Und dann rein damit, so. Und dann, genau, was tut sich auf dem Server aktuell so? Da sind schon einige, haben einen großen Abstand. So, von ein paar Level-Ups. Obwohl, so groß ist der Abstand jetzt gerade gar nicht. Der war mal höher. Irgendwie so, sehr viele Kundschafter, das sieht man wie immer. Denn Kundis, OP, what else? Jemand von uns ist auch hier am Start von Spieletrend. Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Mach weiter so. Okay, und hier Rang 1. Ausbau von 87 mit 463 Ehre. Wow, pay to win, du bist es von uns? Haust du rein, machst du Foto, tust du Facebook. Glückwunsch zu Rang 1, was ist denn da los? Was ist denn da los? Du motivierst mich gerade hier, doch Pilze aufzuladen. Was ist denn los mit dir? Charakterbeschreibung ansehen, hast du da was drinstehen? Bester Rang 3. Ja, gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall, was du hier so treibst. Und vor allem dein Sammelalbum. Ja, das ist vorbildlich. Wieder zurück auf Server 14. Hier ist die Abenteuerlust schon bald zu Ende, genau. Wie viel gibt das? 2,5 Millionen, ah, das kann man nehmen. Das kann man echt mal nehmen. Ist eine schöne Goldmission, ausnahmsweise, normalerweise nicht ohne Gold-Event, aber ab und zu, wenn da so ein Item dabei ist, kann man das mal machen. Mal schauen, so gewinne ich jetzt eventuell oder ist heute alles verloren? Ich meine, der Gegner 50 Level unter mir. 7000 Hauptattribut weniger. Oh, ich habe gewonnen. Applaus. Bitte Applaus. Ja, Wahnsinn. Toll. Dann würde ich mal sagen, das Video ist am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt geht auch nichts mehr weiter.